Treyarch Productions. Treyarch Trademark. Activision. Activision presents. Mein Vater, Alex Mason, gab alles auf, was er hatte. Er hat mich verlassen. Um sein Land vor Leuten wie dir zu schützen. Ich hasste ihn dafür. Jetzt bin ich hier. Bei dir. Wir sind also gleich, David. Geformt von unseren Verlusten. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Und der Anfang war jetzt schon mal sehr dramatisch. Ich habe soweit ich konnte jetzt schon alles eingestellt, schon einen kleinen Probelauf gemacht mit der ersten Mission und so. Wegen Sound und so, ich hoffe, das ist alles okay, aber ich mache jetzt nur die ersten zwei Missionen, dann mache ich eine Pause. Um zu gucken, wie es geworden ist. Dann kann ich immer noch gucken, muss ich lauter machen, muss ich leiser machen. Grafikeinstellungen, alles auf Optimum, Auflösung wie fast bei jedem Spiel auf HD. Sprich 1280x720. Ich könnte auch aufdrehen auf 1600x1200. Weil mein Monitor macht kein Full HD mit. Der neue wird aber jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen bestellt, weil wir haben jetzt gerade den 24. Ho ho ho, frohe Weihnachten. Wie gesagt, im Mafia Let's Play schon erwähnt, das Spiel lag jetzt ewige Zeiten bei mir rum. Hab's aber jetzt noch nicht eingeworfen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt vorm oder nach dem Mafia Let's Play rauskommt. Auf jeden Fall habe ich es heute erst installiert und so, keine Ahnung. Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen, habe noch gar nichts ausprobiert, außer die erste Mission. Jetzt zocken wir erstmal das durch und vielleicht gucken wir uns noch den Zombie-Mode an. Ich drücke jetzt einfach mal auf neue Story und los geht's. Ja, ich will fortfahren. Natürlich auf Soldat. Bewegung!
hast einen sicheren Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Ein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiß Hudson ist aufgetaucht. Ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte! Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Mams Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen bracht er Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Das ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Okay. Ja. Ich habe gemerkt, ein bisschen ruckeln tut's, wenn's in die Videos geht. Was ich ein bisschen komisch finde. Ich meine, Far Cry 3 läuft auch auf Ultra mit Fraps schon getestet. Allerdings wird sich das Let's Play noch verzögern, weil ich erst noch Mafia 2 und Black Ops 2 zocken möchte. Dann werde ich wahrscheinlich Far Cry 3 Let's Playen und dann kommt später noch irgendwann Crysis 3, ich weiß nicht. Aber Bioshock Infinite habe ich mir vorgenommen und eventuell mal noch Half-Life. Missionsbesprechung. Bildschirm erscheint vor jeder Mission. Bla 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 bla. Okay. Wir können uns ausrüsten, so wie es aussieht, mit C. Okay, wir haben hier Sturmgewehre, MPs, Schrotflinten, Sturmgewehre, AK-47. Packen wir mal direkt ein. Tarnung drauf, Aufsatz drauf, Feuermodus machen wir natürlich aktiv. Kann, glaube ich, switchen zwischen Einzel- und automatisch, das ist korrekt. Okay, machen wir die drauf. Sekundärwaffe nehmen wir eine Shotgun, wenn das geht. Oh yeah, die Olympia. Die kenne ich noch von Black Ops. Ist eigentlich eine schöne Waffe. Da können wir natürlich auch Farbe drauf machen. Langer Lauf ist gesperrt und schnelles Magazin auch. Dann die Granaten. Haben wir Granate und Blendgranate. Soweit in Ordnung. Zugangskit. Okay, da haben wir noch nichts anderes frei. Sprich, wir starten als Alex Mason. Wir sind 1,80 groß und wiegen 86 Kilogramm. Die Vorgeschichte zu Black Ops. Ich weiß nicht, ob er es so kennt. Ich habe jetzt
Black Ops gar nicht hochgeladen. Ich habe davon gar kein Let's Play gemacht. Das war MW3, glaube ich. Naja, auf jeden Fall die nächsten Call of Duty Teile, die noch kommen, werde ich auch Let's Playen wahrscheinlich. So als Pflicht-Let's Play und wie gesagt, andere Spiele folgen noch. Definitiv auch empfehlenswert ist die Musik von Enne und Shimon. Oder Simek, auch genannt. Ein bisschen Rap. Zum Aufbauen, ein bisschen durchgeknallter Rap und, aber ich will jetzt gar nicht so lange aufhalten, wir legen mal los. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus, dann kommt eine C-130 vorbei, schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und diesen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Okay. Inhalte werden gespeichert. Oh mein Gott, was geht ab? Mason! Savimbi, Sie müssen helfen! Kaputt! Das Feuer ist schuld. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. In der englischen... Alles klar. Yep. Ich wollte gerade sagen, in der englischen Version sagt er nicht. Digga, lass mich reden. In der englischen Version redet er ein bisschen anders. Alter. In der englischen Version redet er ein bisschen anders. Und zwar, dass das Feuer... Alter. Dass das Feuer nicht schuld ist, sondern manchmal kommt jede Hilfe zu spät, sagt er einfach nur. Auf Englisch ist auch die Stimme ein bisschen anders, wobei ich die deutsche Synchron eigentlich schon echt gut finde. Ich hoffe, man hört mich gut, weil hier ist natürlich Schlachtfeld, tobend, alles drin. Mason, auf den Mörsertrupps zielen! Bin dabei. Wo ist das andere Ziel? Okay. Da werfen wir eine Granate hin. Na, scheiße. Okay, dann holen wir die mal hinter dem Felsen raus. Die Mörsertrupps sind erledigt. Verdammt, Hass. Kapitän 62 Panzer als Unterstützung. Du musst sie uns vom Hals schaffen. Ja, okay, ich werde sie vom uns vom Hals schaffen. Ja, jetzt warte mal. Muss mich hier erstmal in Deckung bringen. Okay. Natürlich. Okay. Erledigt, Bro. Yeah. Wenn ich jetzt auf die 5 drücke, dann habe ich... Aha, jetzt habe ich Dreifachschuss drin. Okay. Die Olympia ist auch noch da.
Naja, auf die Reichweite, Reichweite bringt die mir jetzt nicht viel. Ja, ist okay. Ich leg mich nur noch mal hin. Los geht's. Okay. Bin ich ja beruhigt. Ich habe einen sowieso verfehlt. Treffer. 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 Und Treffer. Scheiße, Treffer. Okay. Ja, Moment. Okay, so ist okay. So gefällt mir das. Ich bin bloß ein bisschen knapp mit der Muni. Okay, dann tun wir das. Irgendwas war gerade. Aber viel verpasst habt ihr nicht. Irgendwie hat sich das Spiel kurz aufgehängt. Ich habe aber rechtzeitig auf Pause gedrückt. Alles klar. Mein Freund am Himmel! Habt ihr heute viele getötet? Ja! Das haben wir alle! Schmutz! Die MPLA ist noch nicht mehr sich! Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde! Wo ist er? Er wird festgehalten! Von einem Waffenhändler aus Nicaragua! Ein sehr gefährlicher Mann! Wo? Etwa 2 Meilen nördlich! Er ist auf einem Transportkahn auf dem Fluss Cubango! Er könnte schon tot sein! Los geht's, Hudson! Das werden wir sehen, ob er tot ist oder noch lebt, mein Freund. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich würde auch nicht in dem Sumpf sterben wollen. Hieß es nicht, vor jeder Mission kann ich mich ausrüsten, hä? Oh oh. Da hast du, mein Freund. Okay. 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 Scheiße. Alter. Alter, den habe ich auch nicht gesehen. Ich bin ein bisschen gerade neben der Spur.
Verdammt nochmal. Okay. Nächster Versuch. Diesmal bleibe ich länger in Deckung. Okay. Noch jemand an Bord? Okay, laden wir nach. Ah. Da hinten steht doch noch einer. In your head. Oh, scheiße. Ich sehe den. Ah, jetzt habe ich ihn im Visier. Da willst du nicht sterben. Verdammt. Wo kam das jetzt bitte schön her? Und wo sind bitte die Titel, die mich immer dissen? Ach, scheiße. So. Bam. Ich schieß gerade auch wie ein besoffenes Stück Scheiße. Hinter mir sind aber keine Gegner. Ich frag mich, wo das herkam.